Grüß dich und willkommen zur Top Herausforderung in Bloons TD6 am 3.10.2022 auf der Karte Abfluss Schwierigkeitsstufe schwer, und das sind die Regeln. Du darfst so viele Affen platzieren, wie du willst, heißt 100.000 Startgeld, ein Startleben, das Ganze geht 2 Runden. Affenwissen ist deaktiviert und guck dir das an, der hat mal wieder übertrieben, 2000% Keramikgesundheit und 2000% Moabgesundheit. Okay, los geht's. Ich zeig dir hier zwei Lösungen, und bei der ersten Lösung nimmst du einen Klebstoffschützen und platzierst ihn dahin, schön auf dieses radioaktive Fass, machst als Verbesserung 5-2-0. Dann brauchst du 3 Freibeuteraffen, den ersten platzierst du dahin, den zweiten dahin, den dritten dahin, ist eigentlich egal, aber ich mach das so. Dann machst du bei ihm als Verbesserung 0-5-0. Und zwar nur bei diesem einen, sonst gar nichts mehr. Dann kannst du das Spiel auch schon laufen lassen. Ich lasse das hier schnell laufen. Achte drauf, hier kommen 3 Wellen von Keramikbloons. Die ganzen Bloons, die erledigt unser Klebstoffschütze. Wichtig ist aber, nach der dritten Welle kommen hier noch ein paar Bleibloons. Und sobald der letzte Bleibloon hier angeschwebt kommt, dann musst du das Spiel langsam laufen lassen und mach dich bereit, diese Fähigkeit hier unten einzusetzen, sobald 3 Moabs im Bild sind. So, nämlich jetzt. Dann sofort diesen Freibeuteraffen verkaufen, wieder auf 0-5-0 verbessern, Fähigkeit einsetzen, wieder verkaufen und bei dem letzten auch, zack, verbessern, Fähigkeit einsetzen, und das ist der Sieg. Also gegen Ende musst du schon ziemlich schnell sein. So, bei der zweiten Lösung nimmst du erstmal einen Alchemisten und den platzierst du dahin, so weit wie möglich in die Ecke hinein, also in etwa so. Machst als Verbesserung größere Tränke und hier unten, also 205. Und dann nimmst du wieder einen Klebstoffschützen, wo ist er? Platzierst ihn da aufs Fass, machst wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2 und 0 als Verbesserung. Okay, mach dich bereit, später, sobald die Moabs ins Bild kommen, diesen Klebstoffschützen zu verkaufen und einen Eisaffen hierhin zu platzieren. Ja? Du kannst das Spiel erstmal schnell laufen lassen und wieder diese Keramikblumenwellen mitzählen. Also das ist Welle Nummer 1. Unser Klebstoffschütze leistet hier wirklich sehr gute Arbeit. Welle Nummer 2. Und gleich kommt die dritte Welle, und sobald die dritte Welle hier angekommen ist, solltest du das Spiel langsam laufen lassen. Markiere am besten gleich den Klebstoffschützen, und sobald er den letzten Bleibloon mit seinem Klebstoff bespritzt hat, nämlich jetzt, zack, verkaufen, Eisschütze, da, 1, 2, 0 und 5, so. Und jetzt friert unser Eisschütze hier die Moabs ein, das gibt unserem Alchemisten genug Zeit, sie mit diesen Tränken zu bewerfen, und dann werden die einfach aufgelöst. So, zack, das ist der letzte und das ist der Sieg. Danke fürs Zuschauen, ciao, Ende und aus.